Hallo, liebe Damen. Wir wissen ja, wie es um die Geschlechterrolle der Frau in den muslimischen Ländern bestellt ist. Der Begriff der sexuellen Apartheid ist uns ebenfalls nicht unbekannt. Allerdings lassen sich die Geschlechter nicht überall trennen. Wie sollte man das zum Beispiel im Internet gestalten? Ich finde das absolut abscheulich. Frauen arbeiten genauso hart wie Männer, wenn nicht sogar noch härter. Alle angeblich frauenfreundlichen Regeln sind doch nur darauf ausgerichtet, die Frauen auszubeuten und zu unterdrücken. So etwas ist auch furchtbar. In meinem Gewerbe sind die Rollen von Männern und Frauen auch oft getrennt, aber auf eine viel schönere und angenehmere Art und Weise. In alten deutschen Märchen kann das ganz unterschiedlich sein. Die Kinder, mit denen ich oft zu tun habe, kennen meistens auch schon Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, aber die wenigsten würden auf die Idee kommen, das so stark auszuleben oder die Mädchen einfach zu unterdrücken. Notfalls geht man einfach getrennte Wege. Um nochmal auf das Beispiel des Internets zurückzukommen, wie sollte man es da lösen? Man kann wohl kaum Seiten schaffen, die nur für Frauen... Man kann wohl kaum Seiten schaffen, die nur Frauen oder nur Männern zugänglich sind. Das wäre wie mit dieser Kindersicherung bei einigen Internetseiten, wo man als Kind einfach bloß lügen muss, dass man schon 18 Jahre alt wäre. Einige Länder gehen dazu über, das Internet komplett zu verbieten und jeglichen Zugang unmöglich zu gestalten. Wie sollte stattdessen eine Geschlechtertrennung auf diesem modernen Sektor funktionieren? Ich bin völlig dagegen, so etwas überhaupt einzuführen. Die Geschlechterrollen sollten nicht in dieser Form getrennt werden. Der Meinung bin ich auch. Wir sollten uns stattdessen endlich wieder schöneren Themen widmen. Wer kennt denn schon das neue Märchen vom roten Fuchs? Das ist doch auch eine Art Bildungsauftrag.